Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Draugen. Wir haben oben ein Tagebuch entdeckt, über das er komischerweise nicht mit Lizzie redet, was ich echt eigenartig finde. Aber na gut, wir können jetzt hier wieder plötzlich Sachen angucken, wie die Bilder und sowas alles. Deswegen, was sagt er zu ihr? Restless. Immer noch das Gleiche? I'm not sure I can. But yes, I'll try. Aber wir gucken mal, ob er... Weil hier ist ja alles wieder beguckbar, auch der Brief und so. Mal sehen, ob es irgendwas anderes dazu zu sagen gibt. The two brothers married twin sisters, Anna and Margaret Taylor. That's the Grovik Stave Church behind them. All those hopes and dreams, ground to dust by misfortune. Hat sie es damals auch gesagt? Ich glaube nicht, ne? Okay. Now that we know what happened to Ruth... This empty house is even spookier. It's a house, nothing more. You know better than most that souls can linger. Especially if they died. There's no such thing as a soul. Life force, ghost, whatever. You know exactly what I'm talking about. The only ghosts are in our minds. Says you. It's almost painful to look at this photograph now. Their whole world fell apart. Oh, I can't bear to think about it. Do you think Simon killed Ruth? It's not important what I think. I don't know what to believe. Sometimes children do monstrous things. Es muss ja, also ich sag mal so, vielleicht hat er sie getötet, ohne es zu wollen. Vielleicht haben die beide an der Klippe gespielt und haben gerangelt um irgendwas oder so und dann... Es ist so passiert. Es muss ja nicht unbedingt, also er kann ja trotzdem involviert gewesen sein, ohne dass er es mit Absicht getan hat. Okay, er sagt nichts dazu. Ich dachte, er liest es nochmal vor oder sagt irgendwas Neues zu der ganzen Sache. Aber tut er nicht. Ist hier jetzt irgendwas Neues? It's the same photograph we saw in the store. Except this one's whole. So the brother who owns the store Frederick. Was angry with Johann before Ruth. Because of the mine. It all comes back to the mine. Johann and Frederick Fretland. Thick as thieves. Before things took a turn. Don't you always say that much of our pain is self-chosen? I wonder about that. The mine must have been a big deal for Greywoke. Grovik. An opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. These headlines make more sense now. Johann sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing three people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. Came. Was war hier gerade? Ich glaube, das ist manchmal einfach, dass die Grafik noch mitkommt, beziehungsweise die Schriftzüge. Okay, da können wir uns wahrscheinlich hinlegen und den neuen Tag beginnen. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy. Not now, please. I'm exhausted. Kann es sein, dass wir uns ein Trugbild aufbauen, indem wir sie... Als Puppe, sag ich mal, nachstellen in dem Sinne. Ich meine, das ist ja, sind ja recht markante Punkte jetzt, der Hut und der Schal. Ich glaube fast nicht, dass wir den Mantel finden oder so. Aber sein könnte es trotzdem. Und dass wir es dementsprechend nach unsere Betty nachbauen, doof gesagt. You do look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Okay, wir haben, glaube ich, noch keinen anderen
Noch kein anderes Ding im Gesicht, außer dass er sich jetzt mehr bewegt als vorher, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob sich das Gesicht irgendwie verändert. Ich finde es nur komisch, dass man quasi als Tagesabschluss das immer machen kann, in den Spiegel gucken. Ich meine, das ist erst der zweite Tag, den wir abschließen. Also haben wir es maximal noch zweimal erst gemacht. Aber. Das Licht des Kamins quasi leuchtet durch die Wand in den Koffer rein. Alles klar. Aber dadurch, dass wir es jetzt schon zweimal machen konnten, wirkt es so, als wäre es irgendwie sowas. Ich würde das mega gruselig finden, wenn ich hier liege und schlafe und da gegenüber ist so eine Puppe, die auch noch zu mir gerichtet ist. Das ist irgendwie komisch, genauso wie du. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. Und in a bit ist genau jetzt. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlins arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no... Hush now. Sleep. Tag 3. Ich weiß übrigens nicht, wie viele Tage wir haben, also ob wir hier eine Woche sind oder länger, kürzer, was weiß ich. Ich habe irgendwie gerade den Gedanken gehabt, ob das so ein bisschen Layers of Fear mäßig wird, weil ich ja immer noch glaube, dass es Horror ist, weil es in der Horror-Kategorie eingeordnet war. Hier ist nichts drin, ne? Okay. Dann der übliche Blick in den Spiegel. Alles wie immer und in Ordnung. Dass ich glaube beim Blick in den Spiegel, dass wir irgendwie Verfall sehen mit der Zeit oder sowas. Das klingt vielleicht doof, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Okay, hier ist überall nichts. Ich denke mal, Lizzie ist wieder draußen. Der Brief ist noch da. F drücken, um Lizzie zu finden. Machen wir gleich. Was ist denn da jetzt? Was kann ich hier machen? Zeichnen! Ja! Ach krass, ich wusste gar nicht, dass sich das mit der Zeit verändert oder habe ich das Zeichnen bis jetzt die ganze Zeit übersehen? Wir haben noch keine Lücken, aber ich weiß auch nicht, ob er das eventuell am Stück alles zeichnet. Der hat sogar hingemalt, wo wir die Puppe gesehen haben und den Erhängten. Ach, krass. Okay. Okay. Wäre natürlich mega cool, wenn wir wirklich bis jetzt alles gezeichnet hätten, was möglich wäre. Spielen ist dorthin wahrscheinlich. Das Buch haben wir ja schon gelesen. Also theoretisch ist hier gerade nichts mehr. Warum habe ich ihn gerade so ein Wackelding hier drin? Alice? In the bedroom. This is her room. Hm? Are you paying attention? Ruth.
Can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then nothing. Darkness. Forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. Ich habe ja schon die Bilder gesehen und habe ja schon gesagt, dass das hier mit dem Schatz und sowas in der Höhle ist. Ich denke, dass wir die Bilder vielleicht ordnen müssen, um zu sehen, wie der Ablauf war. There's still no sign of the Fretlands. Maybe they left town after Ruth died. What's the point of this? I should be looking for Betty. I hate you sometimes. What am I looking for? Anything out of the ordinary. Something that could explain what happened to Ruth. This is real life, not a whodunit by Agatha Christie. There won't be a convenient series of clues leading to a tidy conclusion. Says you. Was ich auch krass finde, ist immer wieder die Anspielung, dass er so fixiert ist auf sein Business, sage ich mal, also darauf, Betty zu finden und alles andere, obwohl das mega dramatisch ist mit den ganzen Todesfällen und natürlich auch spannend und sowas, lässt er komplett außen vor und das kritisiert sie auch ziemlich hart. Ich glaube, dass das auch noch irgendeine Rolle übernehmen wird. This is a waste of time. Edward, you horrid man! Sorry. Please stay. I can't stand the thought of Ruth tossed aside because you're too busy to care. There's nothing here. What about these drawings? They could be important. There's nothing here. What about these drawings? They could be important. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. A community divided. Die Erkenntnis hatte ich jetzt auch gerade, weil ich erkannt habe, dass das linke Ruth ist, wegen diesem Hut, sag ich jetzt mal, was sie auf dem Kopf hat. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Antenne oder so. Und die beiden Väter gucken sich böse an. Die linke Mutter schaut nach vorn, die andere hat Simon die Hand auf die Schulter gelegt. Ist die andere Mutter in der Zeit schon tot gewesen? Ich meine, das ist ja nur noch eine von den beiden Zwillingen, ne? Theoretisch. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? Something important enough to draw. Ein Schatz. Er hat einen Schatz gefunden. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Draugen. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd book for a child to have. I don't know. Children love scary stories. This looks interesting. Read some of it to me, please. In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the black seas in a shattered boat. The beast has a man's body and wears a sou'wester. But instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Draugen has the power to enter the dreams of the living. If you wake from such a dream, you have been spared. Though someone close to you. That's enough of that. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Do you think Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. No. And...
Your soul lacks poetry, Edward Charles Harden. I pity you. Okay, aber schauen wir mal weiter. Sie hat ja noch mehr gemalt. Hier war nichts. Nee. Auf dem Tisch ist auch nichts. Bett gucken wir uns gleich an. Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. It looks a bit like the Draugen in her book. A figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Well, they belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? If we're to believe her drawing, perhaps the mine. She may have found a gravesite. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Was ist, wenn sie in der Mine, weil er auch gesagt hat, ja irgendwie Grabstätte oder so, wenn sie wirklich aus einer Grabstätte diese Kiste entwendet hätte oder die Sachen, die da drin sind und dann irgendwie sowas wie ein böser Geist erwacht wäre, der jetzt seinen Kram zurückhaben will und so lange sucht, bis er es gefunden hat? Also vielleicht interpretiere ich das. There's a story here. The treasure box. The drawings. The overactive mind of an imaginative child. Well, she didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic events. This is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a bell? A church bell. Someone's here. Maybe Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? We should be careful. I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about all of this. Okay, am Bild und so können wir nichts weiter machen. Ich möchte aber vorher aus dem Fenster gucken, was wir sehen. Do you see anyone? They must be inside the church. Als wirst du von hier auch den Menschen sehen, der dort ist. Also müssen wir jetzt dahin sprinten, wie es aussieht. Wartet mal, ich will vorher nochmal was gucken. Okay, ich dachte, draußen ist vielleicht auch noch ein Platz, wo wir uns hinsetzen und zeichnen können, aber dem ist nicht so. Also, Beine in die Hand nehmen. Theoretisch können wir auch einfach hier hinten langlaufen. Das müsste uns genau zum Tor vor der Kirche führen. Ich habe nebenbei gerade so den Blick so ein bisschen nach oben gerichtet. In der Hoffnung, dass man irgendwas oder irgendjemanden sieht.
Denn von hier aus könnte man das langsam. Aber tun wir nicht. Boah, ich hoffe, wir kommen in die Kirche rein, damit ich dann sehen kann, was das war, was ich gesehen habe, was aussah wie ein Mensch oder so, der auf dem Boden hockt. Ist da noch, als wir da durchgeguckt haben, durch die Bretter? Das fand ich ja mega spannend. Ich renne übrigens wieder. Also, falls ich euch zu langsam bin. Oha, Leute. Wisst ihr, dass das der perfekte Cliffhanger ist? Denn es hat gerade gespeichert. Und wisst ihr, was wir deshalb machen? Eine Aufnahmepause, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Sorry für den Cliffhanger. Aber wir sehen uns übermorgen wieder zur nächsten Episode von Let's Play Draugen. Bis dann. Tschüss.